Dann kamen schon ab und an mal die Fragen, warum spielt dein Bruder mehr, warum spielst du weniger, dein Bruder ist besser als du, du bist schlechter. Dann kam der Teammanager nach hinten und hat dann, der hat gemeint, du bist bei den Profis dabei, wir lassen dich jetzt raus an der Raststätte. Hätte mein Abitur machen können, aber hab dann gesagt, ich setze alles auf den Fußball, ich wollte das zu 100%. Du warst ja bereits schon bei der DFB. Wie lief das Ganze ab? Das war auch kurios. Wenn du jetzt über Geld sprichst, was meinst du diesen allgemeinen, so diesen Saudi-Wechseln und so Boah, weiter? da muss man auch ehrlich sein. Also richtige Freundschaften habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht, muss ich überlegen. Wenn du viele Geschwister hast, musst du halt auch viel teilen, finde ich, ne? Du lernst das Teilen, du lernst das Miteinander. Mein Vater hat immer hart gearbeitet, bis heute noch. Und wenn du das siehst, also die erfolgreichsten Spieler der Welt, die kommen jetzt auch nicht aus wohlhabenden Familien, sondern die haben sich alles erarbeitet. Ich glaube, das war auch nochmal ein Grund, diese Unabhängigkeit zu haben, dass du was erreicht hast, worauf deine Eltern stolz sind. Das wollte ich auch immer haben, schon in jungen Jahren. Ich wollte, dass meine Eltern sagen, ich bin stolz auf dich, Sohn, was du geleistet hast. Das war, glaube ich, für mich ein Knacken, wo ich gesagt habe, ich möchte erfolgreich sein. Wenn du siehst, dass dein Vater wirklich 8 Stunden, 9 Stunden am Tag arbeiten muss, dann vielleicht noch einen Zweitjob hat nebenbei, weil du 7 Geschwister hast. Das war so ein Grund, wo ich gesagt habe, ich will meiner Familie helfen. Und deswegen habe ich alles dafür getan. Krass. Also viele haben auch echt diesen Familienaspekt, sage ich mal, auch als Exakt, Motivation. Ist halt auch häufig so, ne? Also es gibt ja, wenn du jetzt nach Brasilien gehst, ich habe noch nie jemanden gehört, der sagt, ja, ich bin in einem dreistöckigen Haus aufgewachsen und wir hatten Kellner zu Hause, die mir die Schuhe ausgezogen haben, so. Das ist ja, das hörst du Ja, echt, richtig. habe ich bis jetzt echt noch nie gehört, so. Es gibt manche Fälle, wo es auch so ist. Die haben dann natürlich eine andere Motivation. Ich will jetzt auch gar nicht sagen, was besser oder schlechter ist, so. Jeder hat seinen eigenen Weg zu gehen, so. Aber ich finde, dieser Familienaspekt ist halt, du hast jetzt eine große Familie, manche haben vielleicht eine kleinere Familie, aber auch das, dieser Background, das gibt ja einfach so Motivation zurückzugeben, was man erreicht hat, so, ne? Und wie viele Leute man halt auch berühren kann mit so welchen Wegen, so. Deswegen machen wir ja auch den Podcast so, dass man sieht, dass man auch mit diesen Problemen, die man halt auch hat, auch fast nie alleine ist. Und dass auch erfolgreiche Menschen, sage ich jetzt mal, eigentlich keinen Unterschied zu seinem eigenen Weg haben. So, und du hast ja selber auch angesprochen, in der Jugend hast du viele Spieler, die auch auf und ab gegangen sind. Hast du auch Jungs, die mit denen du in der Jugend gespielt hast, die jetzt auch Profis sind? Finn Dahmen, Ja, genau, Augsburg jetzt. ja. Mein Bruder spielt Legia Warschau, erste Liga. Das sind nur drei. Krass. Also, und wir haben damals alle gesagt, wir wollen Profi werden. Ja. Das ist halt, So ist jeder halt in der immer, Kabine, ist schon krass zu sehen, wo die jetzt alle sind, aber das Leben ist halt so, ne? Man kriegt nicht immer das, was man verdient, sondern man muss einfach hart arbeiten und dranbleiben. stimmt. Also schon heftig, dass du bist ja wirklich, du wächst ja die ganze Zeit mit 20. Das ist ja wie so eine zweite Familie, die du hast. 20 Mann, die denselben Traum haben, und da wird keiner sagen, ich bin schlechter als der andere eigentlich. So, jeder hält immer das Beste von sich selber. Und dann siehst du jetzt so Leute, die jetzt, keine Ahnung, in der Oberliga turnen oder in der, vielleicht sogar jetzt Bezirksliga, und laufen einen ganz anderen Weg. Manche kreuzen ja wieder deren Wege dann im späteren Verlauf des Lebens so. Findest du es eher so schade oder findest du es eher so, also die Frage ist eher so, findest du es gut gemacht von den NLZs, wie die diese Leute auch auffangen, jetzt in Deutschland? Weil, wenn ich das so sehe, ist es halt, du siehst halt extrem viele verschiedene Beispiele. Du hast einmal den Spieler, der extrem gehypt wurde, nach der U19 vielleicht nicht mehr weitergekommen ist und der dann von all den Vereinen einfach fallen gelassen wird und dann da ohne nichts, sage ich mal, dasteht. Findest du es, was hättest du für Verbesserungsvorschläge oder ist es ja so? Ja, Fußball ist schon undankbar manchmal. Also, wie ich schon gesagt habe, wenn du heute das entscheidende Tor schießt und nächste Woche das Eigentor, das interessiert keinen. Damit muss halt wirklich jeder Spieler klarkommen. Also, wenn du da nicht klar im Kopf bist, dann hast du schon Probleme, weil es gibt auch noch ein normales Leben, was viele vergessen. Es gibt manche, die stehen jeden Tag 6 Uhr, 7 Uhr auf, das habe ich auch gemacht, Praktikum. Die arbeiten 8, 9 Stunden und die müssen davon leben. Das ist halt das Problem, was es leider gibt. Der Fall ist dann schon sehr groß. Wenn du dann halt Champions League Dienstag, Mittwochs guckst, Messi, Ronaldo und jeder will so sein und dann wirst du es nicht. Und dann kommt die Realität vor Augen und dann siehst du, oh, ich muss arbeiten gehen. Und das ist, glaube ich, schon schwer. Da haben wirklich viele Probleme, das auch zu akzeptieren, das zu akzeptieren und damit umzugehen. Ich glaube, das ist die Kunst. Wenn du da Leute hast, die dir da helfen, umso besser. Wenn nicht, musst du wirklich schnell die Kurve bekommen. Also, das ist halt leider das Undankbare an dem Geschäft, dass dir da keiner hilft.
Ja, safe, weil ich kenne auch viele, die diesen ganzen Weg gegangen sind. Die sind dann da irgendwann mit 20, 21 und sagen, ey Bro, ich habe mein Leben lang noch nie gearbeitet. Ja. Also die kennen es ja gar nicht, irgendwie arbeiten zu gehen, aufzustehen, für jemand anderen zu arbeiten, ohne dieses Ziel jetzt, sage ich mal, ich will Fußballprofi zu werden. So, die stehen dann auf und haben dann einfach so wirklich ihren Boden unter den Füßen verloren, weil die kein Ziel mehr haben und keinen Antrieb mehr haben. Mhm. Und ich finde, das ist so, was, ich weiß jetzt nicht, ob es nur in unserem Land so ist, es ist wahrscheinlich in jedem Land so, dass diese Brücke, die du da hast von dem Berufsleben und dem Fußball, natürlich, okay, man muss auch sagen, das ist auch viel vom Fußballer selber, so keiner hat Bock, das zu hören. Nee. So, nee. Dass dir jemand sagt, so, ey, du musst vielleicht irgendwann mal arbeiten gehen oder so. Nee. Du denkst, das ist so weit fern, weil du siehst dich ja im Fernseher, siehst du dich. Genau. So, aber dann siehst du halt genauso, wie es sein kann, dass du dann 4, 5 Jahre später dann, keine Ahnung, ich nehme jetzt immer einfach so ein Beispiel, wo du dann für irgendeinen Betrieb arbeitest und da jetzt um 6 Uhr morgens aufstehen musst. Mhm. Und das jetzt dein tägliches Brot ist. Ja. So, aber ich glaube trotzdem, dass viele Spieler auch fast schon selber schuld sind. Ja. Dass die sich zu schade sind, auch diesen Weg zu gehen. Ja. Weil wenn man überlegt, was für einen Weg man beim Fußball gegangen ist, dass man da 16 Jahre spielt oder arbeitet, ohne zu wissen, ob man es wird. Ja. Weißt du, das ist ja so extrem. Und das macht ja auch diese Fußballer oder die Leistungssportler dann am Ende des Tages aus, vom Charakter her. Vom Charakter her, das siehst du ja selber auch. Und da kannst du jetzt ein bisschen mal erzählen, wie das so jetzt ist. Jetzt, du bist jetzt bei den Profis, du bist selber Profi, auch in die Jahre gekommen, sage ich jetzt mal, mehr Erfahrung gesammelt. Ja. Was ist so der Unterschied zwischen einer Jugendkabine und einer Profikabine? Boah. In der Jugendkabine sind Kinder und in der Profikabine sind Männer. Ja. Das ist halt in Kurzform gesagt, was der Unterschied ist. In der Jugend, da wird halt mehr drüber geredet, oh, die Jacke ist schön oder hier, das ist schön, was machen wir am Wochenende. Da fehlt so ein bisschen die Ernsthaftigkeit einfach. Wenn du dann in die Männerkabine kommst, da sitzen Familienväter, die ihre Kinder zu Hause ernähren müssen, die schenken dir nicht den Platz. Also die machen nicht so, komm, du spielst vor mir, sondern... Du musst da dagegen halten. In den Zweikämpfen ist alles robuster, das Spiel ist schneller, es wird auch mal der Ellbogen ausgefahren. Jetzt gibt es ja den VAR, das gab es vielleicht vor ein paar Jahren noch nicht. Aber es geht mehr zur Sache. Und wenn du früh erkennst, dass du auch so sein musst, dann ist der Einstieg für dich leichter. Also du hast dann wirklich auch gestandene Männer vor dir, wo du dann halt auch vorbeimarschieren musst. Und wenn du das schaffst, dann Respekt, muss man schon sagen. Was meinst du denn zu diesem VAR? So, wenn du das jetzt entscheiden könntest, liegt alles in deiner Hand, mit oder ohne? Was Boah, das ist eine echt schwere Frage, ne? Also, was mich halt stört ist, das hatte ich auch schon mal in meinem ersten Jahr in Wolfsburg, da habe ich gegen Augsburg 3 Tore geschossen, aber nur 1 hat gezählt. Dann habe ich gedacht, oh geil, ich habe einen Hattrick jetzt, aber hat nur 1 Tor. Was halt wirklich nervt ist, dass du erstmal lange warten musst, bis die Entscheidungen dann am Ende gefällt sind und dann... gibt es auch noch welche Entscheidungen, die dann halt auch nicht stimmen. Das beste Beispiel ist jetzt Liverpool. Ja. Das sind ja schon spielentscheidende Szenen und das sind ja auch spielentscheidende Punkte, die dann auch am Ende der Saison fehlen. Ja. Also ich finde, dann kannst du nicht so viele Fehler machen. Also ich bin jetzt kein Fan, also nicht dagegen, aber ich finde, wenn du dann halt so ein VAR hast, dann finde ich, muss es auch vernünftig laufen. Dürfen nicht solche Entscheidungen gefällt werden. Mhm. Weil Liverpool hätte wahrscheinlich das Spiel gewonnen, denke ich mal, mit so einer Entscheidung dann. Ja, das finde ich halt schade, dass dann halt so viele Fehler gemacht werden, auf dem Niveau vor allem noch. Und das geht meiner Meinung nach einfach nicht. Da muss man halt eine klare Linie fahren. Ich finde es halt vor allem auch krass, wie du mit Emotionen so spielst. Du sagst es gerade selber, du hast einen Hattrick in der ersten Saison geschossen eigentlich. Ich weiß jetzt nicht, wie es war, ob du jetzt bei jedem hast Tor gejubelt hast. Ich habe gejubelt, klar. Beim dritten dann nicht mehr. Also, habe ich so geguckt und habe gedacht, zählt das jetzt? Ja. Nicht gezählt. Ja. Ich finde, das ist halt so krass, dass du dann überlegst, ob du jetzt jubeln darfst. Leute machen ja Saltos und so. Also, wirklich, du hast dir sogar vorgenommen, manche Leute studieren ja sogar Jubel ein so und sagen so, ey, guck mal, wenn ich heute treffe und so, keine Ahnung, ich habe jetzt ein Kind bekommen. Ja. Meine Frau hat jetzt gerade ein Kind bekommen. Super. Ich mache jetzt so einen Jubel mit meinem, und dann auf einmal zählt das Tor nicht und machst dich ja zum Affen. Ja, so, klar, weißt klar, du, du bist ja da, am Ende des Tages lacht dich ja jeder aus. Und dann hast du sogar Angst, also ich finde, das hemmt deine Emotionen, die du am Spiel hast. Richtig, ja. Du hast eine rote Karte, du bist schon so sauer, kann sein, der kommt wieder zurück und der sagt dir, ja Junge, du hast doch keine rote. Ja, davor waren Elfmeter in der anderen Hälfte. Ja. Sondern stehst auf einmal wieder da. So, das ist ja für mich so, du hast gar keine Sicherheit als Spieler. So. Ja. Lieber hast du es dann den Punkt, dass die Leute dann menschliche Fehler machen, Schiri. Mhm. Klar, weil das sind einfach auch nur Menschen, das darf man auch nicht vergessen. Ja. Die menschliche Fehler machen und dann regst du dich halt darüber auf. Und das ist so, was für mich auch den Fußball ausmacht. Dass du nach einem Samstag 15.30 Uhr, dann um 19 Uhr noch irgendwo, gibt es ja die Leute, die sitzen dann in den Kneipen und die reden dann über diese ganzen Fehlentscheidungen, die reden über die Sachen, die gut gewesen sind, die schlecht gewesen sind. So. Ja. Und ich finde, das macht ja diese ganze Kultur vom Fußball auch aus. Ja, ich finde auch, dass es wichtig ist, dass der Kern Fußball einfach nicht verloren gegangen wird. Also die ganzen Hilfsmittel können ja gerne dazukommen, ob es jetzt der VAR ist oder
Ob der Ball jetzt hinter der Torlinie ist, für mich kein Problem, aber ich finde, der Kern sollte immer noch da bleiben. Mhm. Auch dass das Spiel 90 Minuten gespielt wird, 2x45 mit Halbzeit 15 Minuten. Ich finde, das sollte so bleiben, weil wir sind jetzt auch in einer Zeit, wo wirklich auch Superliga wird jetzt gesprochen oder sowas. Ich finde einfach, dass du den Kern beibehalten solltest. Das ist für mich persönlich wichtig als Spieler, weil ich einfach auch traurig finde, dass das immer wieder Situationen dazukommen oder immer wieder neue Dinge in den Fußball gestreut werden, die den auch so ein bisschen kaputt machen. Mhm. Das finde ich einfach schade und deswegen sage ich einfach, dass es so bleiben soll, wie es ist. Ja. Wie war das denn bei dir mit Geld? Also du sagst, mit 18 hast du Profivertrag unterschrieben? Ich glaube 18, ja. Wie war das denn bei dir so, erste Mal so richtig Geld verdienen? Mhm. Warst du so eher jemand, der so direkt Lohn bekommen und direkt alles ausgegeben, oder? Ich überlege, was ich meinem ersten Gehalt gemacht habe. Ich habe meinen Eltern Auto gekauft. Mit erste Gehalt direkt? Mit meinem ersten Profigehalt, ja. Yeah. Ja, genau. Da gab es noch diese Bonuszahlung, habe ich meinen Eltern ein Auto gekauft und dann ist alles beim Alten geblieben. Also ich habe noch zu Hause gelebt. Yeah. Bin dann irgendwann ausgezogen, glaube ich, nach einem Jahr oder nach ein paar Monaten, ich weiß nicht mehr genau. Aber es hat sich nicht wirklich viel verändert. Klar, du holst dir mal mehr Markenklamotten, da musst du auch mal durch diese Zeit. Aber ich war jetzt nicht wirklich einer, der alles rausgehauen hat im Club, der mehr Flaschen auf dem Tisch hatte als die anderen. Da gibt es ja auch einige, genug, ja, die das einfach aus Prinzip machen. War ich Gott sei Dank nie einer. Mache ich bis heute auch nicht. Aber was mir wichtig einfach war, ist, dass du auch finanziell unabhängig bist als Mann. Das wollte ich schon immer. Dass du nicht deine Eltern fragen musst, ob du mal Taschengeld bekommst. Das muss ich nicht mehr machen, Gott sei Dank. Sondern dass du selber auf eigenen Beinen stehst. Das war mir wichtig. Was denkst du denn, was wärst du jetzt, also welchen Job würdest du jetzt ausüben? Mhm. Davor hast du ja gesagt, für dich gab es nur Fußballer. Ja. Aber vielleicht kannst du ja jetzt gibt es ja mittlerweile neue Jobs, sage ich mal, mit diesem ganzen Twitch und YouTuber und so. Ja, ist nicht so meine Welt, muss ich sagen, aber ich bin jetzt mittlerweile auch ein bisschen wärmer geworden mit Podcast, mit YouTube und Twitch, weil das ist jetzt die neue Generation, die man auch einholen muss. Ich finde es interessant. Ich finde es geil, dass auch mal Spieler in ihrem bisschen was über ihr Privatleben erzählen. Ich glaube, das ist auch das, was die Fans interessiert. Wenn ich jetzt aber darüber nachdenken müsste, was ich machen müsste, wenn ich kein Profi geworden wäre, dann hätte ich irgendwas machen müsste, wo ich schnell Geld verdiene, weil bei Afrikanern muss man halt zu Hause Geld rausbringen. Ja, du hast leider keine 5-6 Jahre Zeit, um zu studieren oder sonst was. Aber ist auch so. Ist auch wirklich so, ja. man wächst ja mit dieser, also bei uns ist es ja wirklich so, du wächst ja mit der Kultur auf, dass du, egal was du machst, Hauptsache deine Kinder haben was zu essen. So. Genau, richtig. Und das ist ja wirklich so diesen Punkt, den du nachgehen musst, und weil du wächst damit auf. Ja. Du bist dann an einem Tisch, bei dir war es ja vor allem noch extrem, aber so war es ja auch bei meinen Eltern, sage ich jetzt mal, die sitzen an einem Tisch und die haben es mir auch immer so erzählt, ich weiß nicht, ob es so stimmt, so, das sind manchmal immer diese Geschichten, die man von afrikanischen Eltern kennt, genau wie mit dem Weg zur Schule, der immer 10 Kilometer lang war, ich glaube, das ist bei jedem Afrikaner gleich gewesen, so. Aber man saß da ja wirklich mit 10 Leuten an einem Tisch und wenn du nicht als erst gegessen hast, so, dann war kein Essen mehr da. Und das stimmt ja auch wirklich, wenn ich jetzt, keine Ahnung, Kamerun war oder so, und da habe ich das auch gesehen, da sind wirklich 20 Mann an einem Tisch und jeder isst. Ja. Und wenn du dann kurz so diese Pause machst, ist alles weg. Aber die Frage kann man auch nochmal so stellen, so in dem Sinne, was würdest du machen, wenn du dafür kein Geld bekommen würdest? Wenn Geld kein Faktor auf der Welt wäre, es gibt kein Geld, jeder macht nur das, worauf er wirklich Lust hat, und es gibt keinen Fußball natürlich. Was würdest du machen? Also ich würde schon im Bereich Sport bleiben, um ehrlich zu sein. Ich glaube, das ist mir wichtig, weil ich auch, unabhängig, dass ich jetzt Fußball bin, athletisch bin. Ich habe auch in der Schule auch Leichtathletik lange gemacht. Das wäre auch was für mich geworden, aber wo ich dann halt älter wurde und dann auch gemerkt habe, die Bezahlung ist jetzt nicht so wie im Fußball und du musst dann auch nicht so viel investieren wie im Fußball. Also du brauchst ja natürlich Equipment und sowas, im Fußball brauchst du ja nur Fußballschuhe und Schimmelschuhe. Ja. Und bei den ganzen anderen Sachen musst du ja alles selber bezahlen, und wenn du 7 Geschwister hast, mein Vater kann nicht alles bezahlen, das geht nicht. Und deswegen war für mich klar, Fußball zu spielen, und wenn ich jetzt was anderes machen müsste, glaube ich, wäre ich in Leichtathletik gegangen, so in so einem Bereich, weil ich das auch lange gemacht habe in der Schulzeit. Ja, das ist ja auch so eine Frage, weil vieles dreht sich ja immer am Ende des Tages ums Geld. Also viele Entscheidungen, die man in der Jugend trifft, sind dann so, okay, wo kann ich am Ende des Tages viel Geld verdienen? Ja. So, ne? Du gehst zur Schule, du weißt, okay, wenn ich jetzt den akademischen Weg gehe, dann kannst du Arzt oder Anwalt werden. Ja. So das, was meine Eltern sozusagen auch immer dann gesehen haben, so ey, werd Arzt, werd Anwalt, werd dies. So, weil die wissen am Ende des Tages so,
Ja. Erstens war immer ein Punkt, die können es bei denen zu Hause immer erzählen. Mhm. Die können deren Geschwister anrufen und sagen, ey, mein Sohn ist Arzt geworden. Das ist ein Riesenpunkt. Ja, ich weiß, das hat immer sehr viel mit mir gemacht, sage ich mal, wenn meine Eltern, also immer, wenn die sauer auf mich waren, habe ich das gehört, aber immer so ein Telefonat. Ja. Das heißt, meine Mutter hat dann sozusagen ihre Schwester angerufen und hat mich von oben bis unten beleidigt. Kenn ich. Und immer gehört, so, was ich schlecht gemacht habe. Ja. Aber wenn ich auch was Gutes gemacht habe, war die auch die Erste, die dann da angerufen hat so, und gesagt hat, ey, guck mal, Madu hat das und das und das gemacht. Guck mal, sei mal, wie stolz ich bin. Die haben mir nie gesagt, dass die stolz auf mich sind, sondern die haben es eher jemand anderem erzählt. Ja, so, und ich finde das halt schon krass, wie man damit so aufwächst, dass man halt schon jemandem was beweisen will, aber natürlich, was auch eigentlich was Positives ist. Mhm. So, aber hattest du das denn, worauf ich jetzt hinaus will, hattest du das auch so, dass deine Eltern dir irgendwann mal gesagt haben, so, werd mal was Vernünftiges oder nimm dir mal einen Plan B oder guck mal, dass das nicht nur das auf diese Seite geht. Mhm. Also es kam mehr von meiner Mutter aus, also die wollte dann schon, dass ich die Schule auch beende. Die war auch traurig, wo ich es nicht gemacht habe, aber ich habe auch noch die andere Seite, mein Papa, der dann halt gesagt hat, dann zieh's durch, dann mach's ordentlich, dann gib alles. Und du hast dann auch so eine gewisse Verantwortung deinen Eltern gegenüber. Also ich respektiere meine Eltern unheimlich und wenn die mir was sagen, dann höre ich auch drauf, bis heute noch, das hat sich nicht geändert. Und wenn du dann halt eine gewisse Verantwortung hast, dann willst du dem auch gerecht werden. Du willst ja nicht nach Hause kommen und deinen Eltern da einen Schuldenberg hinlegen, sondern du willst sie ja unterstützen, weißt du? Und das war halt immer dann mein Ziel gewesen. Mein Vater war auch stolz. Muss man schon sagen, meine Brüder auch, meine Geschwister auch, wo ich dann halt auch mein eigenes Gehalt mal selber verdient habe, weil du bist dann immer der kleine Junge am Anfang, Nesthäkchen, dann nimmt dich noch nicht so wirklich ernst. Und wenn du dann mehr verdienst als deine Eltern, als deine Geschwister, dann kannst du dann auch mal den einen oder anderen Spruch bringen, den habe ich auch getan. ja, es macht dich selbst stolz und ja, deine Eltern ja sowieso. Ja, hey. Also ich kenne das ja auch vor allem, dass... Also bei mir ist das ja auf jeden Fall noch so, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, das müsst ihr mir jetzt mal sagen, aber wenn man ja auch von seinem Elternhaus rausgeht und dann zurückkommt, man ist immer der kleine Junge so. Das ändert sich also wenn nicht, die sagen, hol mir die Fernbedienung, dann machst holst du die Fernbedienung. So, ne, weißt du, ja, das ist so ein Aspekt, du wirst halt nie so, du wirst deine Eltern nie outgrown, sag ich mal. Du wirst immer der kleine Junge für die bleiben und das ist auch was Schönes, sag ich mal, weil ich das auch immer erdet, ne, immer da zu sein, wo man herkommt und das auch zu haben. So, wie ist das denn für dich, sag ich jetzt mal, wenn du nach Mainz kommst du gerne nach Hause, sag ich mal, zu deinen Eltern, oder bist du eher so, der sagt, okay, ich bin jetzt gerade in der Saison, ich brauche jetzt vielleicht mehr meinen Fokus, ich habe eh viel um mich, ich habe eh viel Trubel oder so. Mhm. Vor allem, sage ich jetzt auch mal, so in schwierigeren Situationen. Ja. Suchst du da so eher Zuflucht oder? Wenn es läuft, bin ich gerne in meinem Rhythmus. Da ändere ich ungerne Sachen. Wenn es nicht läuft, dann hast du halt deine Leute um dich herum. Da habe ich meinen Bruder, da habe ich Michael, da habe ich meine Familie, Freunde. Da kannst du dann halt auch mal mit denen drüber reden. Also bin auch gerne hier und wenn ich hier bin, besuche ich auch meine Eltern. Das ändert sich nie. Das Haus sieht genauso aus wie vor 10 Jahren. Also es hat sich Gott sei Dank auch nicht geändert. Das ist schon wichtig, finde ich, dass du da Kontakt zu deinen Eltern hast. Das ist mir auch persönlich wichtig. Ich glaube auch, das zeigt auch, dass du deine Eltern auch respektierst, dass du gerne nach Hause kommst und dass du sie nicht vergisst. Ich glaube, das ist auch wichtig. Weil egal, wie viel Geld du verdienst, deine Eltern bleiben deine Eltern. Das wird sich auch nicht ändern. Ich glaube, das ist auch das Schlimmste, was du deinen Eltern antun kannst. Ja. Wenn die das Gefühl haben, dass du jetzt die wirklich jetzt gar nicht mehr brauchst oder so. Also man sollte vor allem den Eltern das immer das Gefühl geben, dass sie für einen da sind oder dass man selber für sie da ist. Mhm. Weil wenn am Ende des Tages sie dann vielleicht nicht mehr irgendwie da sind oder so, dass du dann halt trotzdem noch da, also ne, dass sie was hinterlassen haben, worüber du auch sehr viel gelernt hast. So, ne? Aber wir können ja jetzt ein bisschen mehr so über die jetzige Situation jetzt bei dir eingehen, sag ich mal, im Fußball. Du bist auch von der Bank gekommen, eigentlich auch Stammspieler gewesen, neue Spieler kommen. Wie ist das so für dich? Wie setzt man sich da so durch? Oder woher hast du die Sachen gelernt aus der Erfahrung, die du gemacht hast? Man muss sich halt immer neu beweisen. Ich glaube, es gibt auch einen Spruch, du bist genauso gut, wie du letzte Woche gespielt hast. Und das ändert sich halt von Woche zu Woche. Also wenn du ein gutes Spiel machst und nächste Woche ein schlechtes, dann interessiert es halt keine Sau. Damit habe ich aber wirklich keine Probleme. Ich habe jetzt auch schon ein paar Bundesliga-Spiele gemacht, ein paar Jahre Bundesliga gespielt. Also ich kenne die Liga. Ich weiß, was ich zu tun habe. Aber ich habe ja sowieso einen Selbstansporn. Ich will immer erfolgreich sein, ich möchte immer gut sein, ich möchte auch gewinnen. Also wenn du diese Eigenschaften hast, dann hast du jetzt nicht wirklich viele Probleme. Aber was halt oder schwer ist, dass du halt Konkurrenzkampf hast. Du hast Spieler, die Qualität haben. Und es gibt auch immer wieder Auf und Abs. Das ist halt das Problem. Aktuell läuft es vielleicht nicht so, wie ich mir es vorstelle, aber das gehört im Leben dazu. Jeder hat mal Phasen im Leben, wo es nicht läuft, aber da musst du halt dein Mann stehen und daraus einfach die positiven Aspekte draus ziehen und das Beste draus machen. Also das werde ich auch machen. Ja, finde ich auch gut. Das ist halt, wenn du in so Situationen bist, wo
wo du vielleicht erstmal keinen Ausweg findest, aber dann immer noch weißt, okay, das gehört dazu, ja. dann nimmst du es auch nicht mehr so persönlich. Ne? Man hat ja oft diese Situation, dass man Entscheidungen von Trainern oder von irgendjemand anderem dann persönlich nimmt. Mhm. Und ich sage, was ist am Ende des Tages der Unterschied ist zwischen einem Profi und einem Hobbykicker, sage ich jetzt mal, sind ja, dass man die Entscheidungen wirklich auf dem Platz lösen kann. Ja, richtig. Du kannst sie ja von Montag bis Samstag, sage ich mal, oder bis Freitag lösen, indem du einfach besser bist als der andere. Richtig, ja. Aber klar, es ist auch immer einfacher gesagt, als es ist. So, exakt, ne? Weil ja, Fußball ist ja auch viel Politik und was man auch immer wieder sieht, so, kennst, dass vielleicht nicht immer der Beste spielt. So. Ja. Wie hast du denn, wenn du das so vielleicht in deiner Vergangenheit mal gesehen hast, so, dass du für dich eigentlich deutlich besser warst als dein Konkurrent, aber der Trainer sich trotzdem für was anderes entschieden hat, wegen einem Spielstil von einem Gegner jetzt, was die ja immer lieben zu sagen. Ja, klar. Wie hast du das dann für dich so aufgenommen? Ja, im ersten Moment gehen dir ein paar Worte durch den Kopf, die du vielleicht besser für dich behalten solltest. Ja, es ist schwer damit umzugehen, weil jeder will spielen. Ich kenne keinen Spieler, der gerne auf der Bank sitzt oder nicht im Kader ist. Also jeder will spielen. Es kann nicht jeder spielen. Du musst halt einfach versuchen, dass du in der bestmöglichen Verfassung bist, um halt den Trainer die Entscheidung so leicht wie möglich zu machen, dass du halt spielst. Dafür hast du halt von Montag bis Freitag Zeit. Man verdient halt am Wochenende erst das Geld und nicht während der Woche. Deswegen ist es wichtig, dass du an Spieltagen funktionierst. Das ist ja das A und O. Wenn du eine Chance bekommst, musst du da sein, musst du funktionieren. Das ist halt leider das Geschäft. Wenn du nicht funktionierst, hast du ein Problem. Wenn du nicht funktionierst, bist du außen vor. Und dann interessiert es auch keinen, ob du jetzt letztes Jahr der beste Spieler warst oder sonst was. Sondern das Geschäft ist einfach so schnelllebig, dass man einfach auch schnell vergisst. Ja, ich finde es aber auch gut. Bist du eher so ein Typ, der, wenn er so Niederschläge hat, weil ich war so, dass man dann eher so ins Gym geht oder noch mehr macht als die anderen? Oder bist du eher so einer? Es gibt ja auch diese Arten von Menschen, die dann die anderen suchen, die dann auch nicht spielen und dann sich nur ausheulen so mit denen. Weil das kennt man ja beides, diese zwei Arten von Spielern, die jetzt mit einer schlechten Situation umgehen. Wie bist du da, wenn du jetzt, sag ich mal, eine schwierige Zeit hast? Oder ist das generell bei dir eh im Rhythmus, dass du einfach sagst, ich mache eh immer mehr als die anderen und lässt dich da auch gar nicht mehr rausbringen? Ja, ich habe es Gott sei Dank in mir, dass ich weiß, was ich zu tun habe. Jeder hat seinen Rhythmus, jeder hat seine Übungen, die er macht. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt keine Probleme. Was mir halt immer wichtig ist, dass du weißt, woran du bist. Dafür brauchst du auch ein Umfeld, Leute um dich herum, die auch ehrlich sind, weil die meisten sind auch nicht ehrlich. Wenn ich jetzt einen Fehler mache, dann habe ich einen Fehler gemacht, dann weiß ich das. Da brauchst du mir das nicht sagen, sondern dann weiß ich, was ich das nächste Spiel besser machen muss. Also du musst dann auch schon eine gewisse Selbstreflexion haben, wissen, woran du arbeiten musst. Und für mich ist auch wichtig, du kannst ja jeden Tag ins Gym gehen gefühlt, aber das würde dich vielleicht nicht besser machen. Du musst halt clever arbeiten. Vielleicht, wenn du nicht flanken kannst, dann musst du halt dir 50 Bälle schnappen und flanken. Wenn du Probleme hast mit Passspielen, musst du halt 50 Bälle passen. Also du musst halt das machen, was du brauchst und was du nicht so gut kannst. Ja, safe. Du warst ja bereits schon bei der DFB. Ja. Wie war das? Ja, das war schon, das ist ein Kindheitstraum. Mhm. Also davon habe ich schon immer geträumt und das war auch immer ein Ziel von mir. Und wenn du das dann erreichst, dann setzt du dir keine Grenzen mehr, dann willst du mehr. Wie war das aber für dich, dass du, also wusstest du schon immer, du willst für die deutsche Nationalelf spielen oder war das so ein... Boah, gute Frage. Ich könnte auch für Kongo spielen, mein Bruder kann es ja immer noch, wenn man es mal so sieht. Ich habe jetzt schon 4 Spiele gemacht, also ich kann nicht mehr wechseln. Nee, es war schon eine bewusste Entscheidung. Deutschland ist der größte Verband der Welt. Wenn du die Möglichkeit hast, für dein Land zu spielen, wo du aufgewachsen bist, ich kann die Sprache, ich habe hier Jugendarbeit genossen. Die Frage hatte ich nicht wirklich für mich gestellt. Mhm. Und als dann der Anruf kam und du dann dabei warst, das ist schon echt ein Gefühl, das kann man schwer ersetzen. Ja. Also da habe ich mir wirklich nicht schwer getan mit der Wahl. Aber wie findest du das denn jetzt trotzdem so, dass, okay, du hast jetzt die Entscheidung getroffen, in dem Sinne war das jetzt auch mal, ist ja auch schon was länger her jetzt auch. Du siehst ja auch generell jetzt diese Bewegung von vielen afrikanischen oder Halbkindern, dass die jetzt mehr in die afrikanischen Länder gehen. Stimmt, ISO hat das ja genau, gemacht. Genau, ISO hat das zum Beispiel gemacht. Es gibt ja viele Spieler, jetzt auch ein Stefan Ambrosius jetzt auch Veganer jetzt spielt und so. Wie findest du jetzt, das ist ja so eine Bewegung, wo man jetzt sieht, dass die afrikanischen Länder auch mehr zu Gefahr, also das hat auch Elia gesagt, so, dass die afrikanischen also Mannschaften wirklich zu Gefahren für die Europäer werden. Du hast jetzt gesehen, bei der WM war jetzt Marokko extrem weit, also das hätte auch niemand erwartet so. Ja. Aber da siehst du auch extrem viele Spieler, die in Top-Ligen spielen und die sagen, ey komm, ich spiele jetzt doch für Marokko so, so für mein Heimatland. Wie findest du denn diese Bewegung so? Also ich finde es super, wenn ich jetzt überlege, was die Demokratische Republik Kongo für eine Nationalelf hätte. Ich glaube, Lukaku wird spielen, Nkunku wird spielen, also wir hätten da Tielemans, glaube ich, auch noch. Also wir hätten da wirklich top Mannschaft und dann alle den anderen Weg gehen.
Ich denke mal, dass die Entwicklung sich über die Jahre jetzt ändern wird. Wie du es gerade schon gesagt hast, Marokko ist, glaube ich, ins Viertelfinale, Halbfinale gekommen. Afrikanische Spieler sind halt enorm talentiert. Alle wollen erfolgreich sein und ich glaube, wenn mehrere Spieler, also Europäer, diesen Weg einschlagen, dann wird sich, glaube ich, das Blatt auch in Zukunft enger mal wenden. Ja, ich sag auch, dass sich das wenden wird, aber wird trotzdem immer schwierig sein, weil wenn die Verbände in den Ligen nicht mitarbeiten, wird es immer schwierig bleiben auch. Ja. Weil du siehst ja jetzt, wir haben jetzt eben noch darüber geredet, du hast einen Guirassy, der jetzt auf dem Weg ist, vielleicht die Torjägerkanone zu holen, oder auch einen Victor Boniface jetzt in der Bundesliga, wo du aber auf jeden Fall weißt, dass der vielleicht einen Monat fehlen wird, weil der Verband einfach nicht mitspielt. Also die deutsche Liga spielt nicht mit. Das heißt, die Spieler gehen zum Afrika Cup. Wenn eine EM ist, dann ist es meistens gestoppt. So, ne, dann ist der ganze Betrieb liegt lahm. Ja. Aber da ist es halt so, dass die Leute einfach fehlen. Und die Vereine sind ja auch so getrimmt, dass sie wissen, das hat man ja damals bei Liverpool gesehen, die hatten ja dieses extreme Beispiel, die hatten Sadio Mané links und Salah rechts. Das sind die besten Spieler im Kader. Und die musst du ja dann irgendwie ersetzen. Das war dann ja damals mit so einem Luis Diaz, den die dann geholt haben, der dann halt auch nur eine Top-Variante sein muss, wenn die Jungs dann weg sind. Und du bist dann in einer Situation, wo du als Liverpool fast gar keine faire Chance mehr hast, die Liga zu holen. Richtig. Weil so Manchester City hat keinen Spieler gehabt, die hatten einen Mahrez, aber den können die fünfmal auch austauschen. Mit Bernardo Silva oder wie auch immer so. Foden und sowas. Ja. Aber das ist ja, theoretisch hast du einen Nachteil. Also ich sage auch, viele Vereine scouten auch so. Ja. Das ist ja auch bekannt, dass es so ist. Ja, aber ich denke mal, dass es in Zukunft mehr sein wird. Okay. Wenn ich jetzt sehe, wie Boniface einschlägt, ich glaube, der hat schon 7-8 Tore gemacht. Das wird, glaube ich, in Zukunft mehr werden, dass da viele afrikanische Spieler diesen Weg gehen werden. Ja, ich hoffe es auf jeden Fall, dass es da auf jeden Fall einen fairen Konkurrenzkampf gibt und so. Und dass die WM dann nicht mehr so ist, dass, okay, Frankreich oder England wird dann gewinnen, so. Ja. Was auch immer, sagt man ja immer so. Mhm. Aber dann werden halt auch Spieler sein, die man vielleicht nicht mal so wirklich kennt. Mhm. Die sind auch wirklich eingespielt jetzt und da ist ja wirklich auch Herz. Ja. Ne? Also da weiß ja jeder, du spielst für dein Mutterland, also für dein Vaterland oder wer auch immer. Ja. Da ist auch wirklich Herz. Ich will jetzt nicht sagen, dass es bei dem DFB jetzt nicht so ist. Ne? Will ich gar nicht sagen. Ja. So, aber wenn man jetzt in die Richtung gehen würde, man muss jetzt für die Nationalität spielen, woher man kommt. Das ist auch falsch, finde ich. Ja, richtig. Weil, wie du schon gesagt hast, du hast in Deutschland alles bekommen. Ja. So, du bist auch Deutscher. So, ne? Du kannst die Sprache perfekt. Ja. Du zahlst deine Steuern, alles gut, ne? So klar. Du bist halt auf jeden Fall ein deutscher Bürger, der auf jeden Fall ein Vorbildsbürger ist, sag ich jetzt mal. Mhm. Und da kannst du dir auch genau das Recht rausnehmen. Also ich finde da gar nicht die Debatte zu führen, für welches Land man spielen sollte, das soll immer seine eigene Entscheidung so bleiben. Ja. So, ne? Das ist für mich so ein Riesenfakt, den man da auch haben müsste. Mhm. Aber du kannst ja aber trotzdem so erzählen, wo du dich so selber. Wir haben den letzten gesagt, dass diese Frage sehr schwer zu beantworten ist. Mhm. Aber wie du dich selber, nicht wo, in welchem Verein, sondern wo situationell, sage ich jetzt mal, du dich in 5 Jahren vielleicht siehst. Hast du da schon so Targets? Vom Verein her? Oder nee, gar nicht Verein, sondern eher so, wie du dich selber siehst. Ja, boah, schwere Frage. Ich möchte halt so erfolgreich wie möglich sein. Ich glaube, das ist für mich das Wichtigste. Man möchte so viel wie möglich gewinnen. So viel Geld verdienen, wie es geht, muss man auch ehrlich sein, weil du hast wirklich nur eine begrenzte Zeit in deiner Karriere. Aber für mich ist der Vordergrund, Titel zu gewinnen. Also, was man mit Deutschland ist, die Champions League, also das ist das, was ich anstrebe. Ja, geil. Wenn du jetzt über Geld sprichst, was meinst du, diesen allgemeinen, so diesen Saudi-Wechseln und so weiter? Boah. Also ich würde es persönlich jetzt nicht machen, bin ich ganz ehrlich. Also jetzt sagst du in deinem Alter? Oder? Ja, in meinem Alter, in meiner jetzigen Situation würde ich, könnte. Aber sagen wir, du bist jetzt 33. Das ist was komplett anderes. Okay. Da muss man auch ehrlich sein. Ja. Also wenn du da im Jahr deine 15, 20 Millionen bekommst und das musst du, bin ich ganz ehrlich, das muss man dann schon auch als Fan dann auch respektieren, dass du dann auch dich und deine Familie und die Familie danach und dann kannst du noch weiter zurückgehen, einfach absichern kannst damit und kannst ja auch noch gute Sachen damit machen. Ich glaube, Koulibaly hat das mal gesagt, dass der Schulen in Senegal baut, also du kannst ja das Geld sinnvoll nutzen in die Gesellschaft. Das hat mir dann Mbappé vorgeworfen, dass er diesen Deal nicht angenommen hat und dann, was hätte der gekriegt, 500 Millionen? 700 Millionen. Ja, das ist dann, man muss ja schon sagen, mit 700 Millionen, da könntest du, glaube ich, ganz Afrika damit helfen. Ne? Ja. Also irgendwann muss man mal die Kirche im Dorf lassen, aber ich persönlich würde es jetzt nicht machen und mit 33, 35 sieht die Situation nochmal anders aus. Ja. Da musst du auch gucken, wie fit der Körper ist. Kannst du noch überhaupt dieses Niveau spielen? Und dann ist es für mich auch wichtig, dass du deinen Familienmittelpunkt gefunden hast. Und dann einfach auch diesen Weg einschlägst und deine Familie absicherst. Mhm. Ja, ich finde es vor allem auch krass, dass du nie eine richtige Entscheidung treffen kannst.
Also du sagst ja gerade selber, Leute haben jetzt vorgeworfen, dass Mbappé da jetzt nicht hingegangen ist. Mhm. Genauso viele haben auch gesagt, wenn er dahin geht, hat er den Fußball nie geliebt. So. Das sind ja auch immer Entscheidungen, mit denen man sich selber auch im Reinen sein muss. Ja. So, du kannst niemals für jemand anderen kannst die Entscheidung gerecht werden. Genau, weil du das Leben auch nicht führst. Also ich kann jetzt sagen, okay, warum geht jetzt ein Koulibaly jetzt dahin und von Chelsea weg? So, der hat jetzt im Endeffekt alles richtig gemacht, weil Chelsea ist 10. oder 11. oder so. Ja. Und der verdient jetzt da seine Millionchen, sage ich jetzt mal, und kann seinem Land da helfen. Ja. Natürlich, aber er könnte es ja auch genauso machen, ohne das den Leuten zu erzählen. Weil das finde ich dann wieder traurig, dass er es erzählen muss. Muss, ja. Dass er jetzt da Schulen baut oder Krankenhäuser baut. Er muss sich so wie rechtfertigen. Rechtfertigen. Ja. Das ist schade. So, und um jetzt zu wissen, du weißt jetzt auch nicht, wie viele Geschwister hat er, wie viele Leben von ihm. Mhm. Weißt du, das ist ja auch krass, wie viele Fußballer auch oder erfolgreiche Menschen anderen Leuten helfen, wo das niemand jemand erfahren wird. Weil du hast ja auch einen Druck, den du hast. Ja. Jeder hat für dich auch viele Sachen geopfert. Ja. So kannst du ja auch mal ein bisschen erzählen, wie das so für dich so war mit deinen ganzen Geschwistern oder mit deinen Eltern, auch wie viel die opfern müssten, um am Ende des Tages an dem Punkt zu sein, wo du jetzt bist. Ja, also es gab einmal eine Zeit, da haben wir in drei unterschiedlichen Vereinen gespielt und mein Vater musste irgendwie gucken, dass wir auch alle irgendwann nach Hause kommen. Ja. Also da musste auch teilweise mal meine Schwester einspringen, weil wir noch so klein waren, wir waren nur noch jung, dass die uns mal in den Bus gefahren haben. Das Engagement war schon seit klein auf da, also ich kann es gar nicht erklären, warum die es gemacht haben, sie haben es einfach gemacht. Mhm. Bin ich denen auch wirklich unfassbar dankbar, dass die ihre eigene Zeit geopfert haben, damit ich zum Training gehen konnte und auch nach Hause gekommen bin und am Ende mir noch Essen gemacht haben, weil ich nicht die Zeit habe, mir selbst Essen zu machen. Also das sind dann schon echt Dinge, wo man dankbar sein muss, dass du solche Leute, so eine Familie hast, die dir da wirklich auch tagtäglich hilft. Bin ich sehr, sehr dankbar. Ja. Bei uns im Podcast sprechen wir oft auch über Rassismus. Ich weiß nicht, ob du das im Logo siehst, so Yin und Yang, ich bin hellhäutig, er ist dunkelhäutig. Ja. Wie hast du Rassismus so in deiner Laufbahn jetzt erlebt oder sagen wir auch allgemein in Deutschland? Ja. Ja, ich glaube, Jordan Torunariga, es gibt da schon einige Spieler, die das verbal echt erfahren mussten. Ich musste es Gott sei Dank nie persönlich erfahren, also nicht in dieser direkten Art und Weise auf dem Spielfeld. Also ist für mich auch wirklich ein schwieriges Thema. Rüdiger hat das auch mal angesprochen, glaube ich, Kevin Prince Boateng, dass es in der heutigen Zeit immer noch der Fall ist. Das kann man natürlich schwer in Worte fassen, weil jeder Mensch ist gleich. Im Fußball, Gott sei Dank, ist es so, da zählt es ja nur, bist du gut oder schlecht. Da ist egal, ob du grün, weiß, gelb, blau bist, Hauptsache du kannst kicken. Und in meiner Jugend oder auf dem Bolzplatz, da habe ich mit einem Marokkaner gespielt, mit einem Türken, einem Syrer, der eben gerade, sage ich jetzt mal, auf den Bolzplatz gekommen ist und mit uns spielen wollte. Den haben wir eingeladen, der konnte spielen, jeder war herzlich willkommen. Die Frage hat sich für uns nie gestellt, dass irgendjemand da ausgegrenzt wird oder sonst irgendwas. Also ich finde das wirklich unglaublich heutzutage, dass das wirklich noch passiert. Ja, ist auch krass, was man extrem unterschätzt, ist ja auch, mit was für einer Angst man auch, sag ich mal, selber leben muss, in dem Sinne, was für Sachen man machen darf, ohne dann am Ende des Tages darauf reduziert zu werden. Ne? Also es gibt ja wirklich auch Leute, die damit wirklich hart zu kämpfen haben, die sich dann auch irgendwann anfangen zu verstellen, wo der Charakter dann auch irgendwann schwindet, um sich der Gesellschaft halt anzupassen. So, ich kann mich an unzählige Situationen erinnern, wo man dann einfach sagt, okay, ey, das mache ich jetzt lieber nicht, weil dann am Ende heißt es, ich bin das und das. Ja, du weißt, was ich meine? Ich weiß, was du meinst. Und das ist ja im Fußball, ob es in der Kabine ist oder wo auch immer, man kriegt ja immer mit, auch so wie der andere dann vielleicht über dich denkt oder wie auch immer. Ja. Und da spielt ja auch viel Frust mit. Mhm. Du hast ja auch, darüber kannst du ja selber mal reden gleich, was für Situationen in welcher Situation du mal gesteckt hast, wo du gesehen hast, so, das erste Mal, ey, der Typ daneben mir, der will nicht, dass ich spiele, sondern der will, dass er selber spielt. So. Wie war das für dich so, als du den ersten Konkurrenzkampf annehmen musstest? Im Profigeschäft. Ja. Du musst dich ein bisschen anpassen, finde ich. Du musst da schon schnell reif werden, schnell erwachsen werden, das ist schon wichtig. Was aber auch wichtig ist, dass du dich nicht großartig verstellen musst. Also viele verstellen sich da auch ein Stück weit, sondern du musst schon gucken, dass du bleibst, so wie du bist. Und wenn es dir mal nicht passt, dann ist es halt sein Problem. Das habe ich dann auch später erst kennengelernt oder später dann auch erfahren müssen, dass du dann halt auch so sein musst, wie du bist. Das ist halt einfach so. Und wenn es jemand nicht passt, dann ist das sein Problem. Aber wo ich dann halt auch mittendrin war in der Männerkabine, dann habe ich auch schon schnell gespürt, dass du nicht immer so wirklich willkommen bist, sondern dass es immer so alles an der Oberfläche ist. Mhm. Dass man mit ihm normal redet und dann im Hinterkopf, der sich denkt, ey, du spielst nicht. Ich werde dafür sorgen, dass du nicht spielst. Ja. Das musste ich dann halt auch relativ schnell erfahren. Also da habe ich auch ein bisschen gebraucht. Weil in der Jugend ist ja alles nett, du redest mit denen, das sind deine Bros, du gehst mit denen essen danach, alles cool. Und das ist in der Männerkabine halt gar nicht so bei den Profis. Ja, das ist krass. Ich finde aber, wir haben jetzt auch über viele negative Sachen geredet. Ja.
Man kann ja auch mal ein bisschen über so positive Sachen reingehen, weil ich finde, man hat einen extremen Zusammenhalt mit anderen jungen Spielern, die von irgendwo anders kommen, sage ich jetzt mal. Ja. Du kannst ja mal selber erzählen, so wie es vielleicht bei dir bei Mainz war. Das sind ja auch so Sachen, die dir dann auch so Kraft geben. Mhm. Ihr seid zusammen, ihr seid beide jung, so grün hinter den Ohren, alles. Mhm. Ne? Und dann macht ihr eure ersten Spiele, wie man sich halt auch pusht. Weil ich finde, das ist so eine der schönsten Seiten, die man halt im Fußball hat, so. Ja. Da jemanden zu haben, der genau denselben Weg gerade einschlagen will wie du. Ihr seid jetzt zusammen in der Profikabine so. Mhm. Und alles ist so voll riesig für euch. Und die Spieler sind auf einmal 2 Meter größer gefühlt. Ja, so. Auf einmal. Ja. So, weißt du, aber dass ihr euch dann sozusagen selber noch die Kraft gibt. Vielleicht hast du da ein paar Anekdoten aus Mainz oder auch aus Wolfsburg, wo ihr viele junge Spieler hattet. Wir haben jetzt auch mit Omar geredet. Der hat auch ein paar coole Anekdoten über dich erzählt. So. Und ihr seid ja auch zwei Spieler im gleichen Alter, ja, im selben Alter. So. Ja. Das gibt ja auch viel Kraft. Vielleicht kannst du was darüber sagen. Ja, In der Mainz-Profikabine überlege ich gerade. Finn Dahmen war da, Leo Barrero. Also in Mainz war es halt Gott sei Dank so, dass wir viele Spieler aus der Jugend hatten, mit denen ich dann auch in die Schule gegangen bin. Die kannte ich persönlich schon. Dann hatten wir noch Persönlichkeiten wie Nigel de Jong oder René Adler, Abdou Diallo, der hat auch bei Paris schon gespielt. Also das war ja schon Persönlichkeiten. Mit denen hast du auch geredet und jeder war unterschiedlich. Das habe ich auch erstmal so erfahren. Der eine geht einen Tag vorm Spiel nochmal raus, der eine muss nochmal feiern. Ich kannte das ja gar nicht. Und dann am Spieltag haben sie halt funktioniert. Und jeder ist halt anders. Und da gibt es auch kein Gut oder Schlecht. In der Jugend wird ja gesagt, ja, du musst zu Hause bleiben, du musst früh schlafen gehen. Es gibt auch manche, die gehen um 3 Uhr schlafen und schießen dann am nächsten Tag 2, 3 Tore. Also da muss ich für mich auch erstmal die Mitte finden. Wer bist du eigentlich? Wie willst du dich aufs Spiel vorbereiten? Wer willst du sein? Das sind dann schon Fragen, die über Jahre dann irgendwann oder ich beantworten kann, weil du dann halt auch deinen eigenen Rhythmus hast. Aber es ist schon so, dass du mehr mit den Leuten, die denselben Background haben wie du, näher bist als jetzt, sag ich jetzt mal, ein anderer Spieler, XY. Das ist und bleibt immer so. Ja. Wenn ich jetzt in einen anderen Verein gehe und jemand hat dieselbe Nationalität, ist Kongolese, Deutsch, dann werde ich wahrscheinlich zuerst zu ihm gehen. Ja. Ist ja einfach relativ, ist ja normal. Also da gibt es ja in jeder Mannschaft auch seine Krüppchen, das ist auch in Ordnung, wenn du dann am Ende auf dem Platz funktionierst, aber es ist immer so, dass du erstmal mit den Spielern was machst, die dann auch quasi dir ein bisschen näher sind. Also die schwarzen Spieler gehen zu den Schwarzen, die Franzosen. Ja. Es wird sich nie ändern. Das ist ja auch extrem in der Bundesliga jetzt. Ja. So, ne? Man sieht ja extrem viele Spieler aus Frankreich. Du hast in Leipzig viele Spieler. Du hast, ich glaube, auch in Leverkusen hast du Leverkusen viele Spieler, auch, die auch dunkelhäutig sind, sage ich mal. Wo man dann halt sieht, so, okay, ey, die funktionieren miteinander so. Und wer auch nicht, ist ja auch nichts Verwerfliches. Ja. So, weil ich muss ja nicht mit dir der beste Freund sein, um am Ende des Tages 3 Punkte für den Verein dann zu holen. Weil jeder dasselbe Ziel so hat. Ne? Ja. Aber hast du irgendjemanden in deiner Karriere, wo du sagen würdest, mit dem hast du auch eine Freundschaft außerhalb des Fußballs gehabt, sag ich mal? Da gab es, also richtige Freundschaften habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht, muss ich überlegen. Robin Quaison, Jibamar, die haben mir dann halt auch mal die Schattenseiten gezeigt, sage ich jetzt mal. Ne? Also die haben mich dann zur Seite gepackt und haben gesagt, so und so läuft das aus, ab. Wir sind dann auch mal abends rausgegangen. Da habe ich schon gemerkt, okay, die wollen mir helfen, mit dem bist du ein bisschen dicke. Aber für mich war es wichtig, ich wollte spielen. Also so Freundschaften, sage ich mal, sind mir nicht egal, aber ich will spielen. Und das war für mich erstmal der Vordergrund. So Freunde findest du ja immer. Das wird ja im Fußball nie das Problem. Also Business ist Business-Mentalität. Ja, exakt, ja. Es ist ja auch wirklich, also viele verwechseln das ja auch, ne? Weil die sind dann mit jemandem so gut befreundet, dass am Ende des Tages einen Kampf um die Position gibt und dann sagen die, ey Bro, dann spiel du lieber. So, das ist ja auch, so weißt du, was ich meine? Oder dann spielst du halt gegen deinen engsten Kollegen auch in der Meisterschaft so. Ja. So, ich war immer so ein Typ, so wenn wir können gestern noch zusammen gewesen sein, mit den Familien, alles drum und dran, aber wenn wir uns jetzt auf dem Platz sehen, bin ich der Letzte, der dir sagt, ey Junge, geh jetzt an mir vorbei. Und wenn ich dir dafür jetzt so gefühlt, okay, das ist übertrieben, im Bein brechen muss, so, dann mache ich das jetzt auch. Ja. So, und danach komme ich natürlich dich im Krankenhaus besuchen so, und entschuldige mich dafür so. Ja. Aber so im Moment ist für mich alles vergessen. So, ne? Und das ist halt auch eine wichtige Mentalität, die viele, viele verwechseln. Exakt. Wo das halt auch am Ende des Tages das Warum dann wieder stärkt, warum mache ich das, warum also, nicht, warum, wir sind ja nicht bei der Wohlfahrt, sage ich jetzt mal. Wenn ich jetzt auswählen müsste oder wählen müsste, eine Mannschaft haben, wo jeder mich mag oder jeder mich hasst, würde ich lieber eine Mannschaft nehmen, wo mich alle hassen, aber am Ende der Saison habe ich halt 2 Titel. Dann würde ich lieber den Weg einschlagen, weil für mich, ich will halt gewinnen, ich will Titel gewinnen, ich glaube, das ist das Wichtigste im Fußball. 100%. Ja. Was war dein Lieblingsverein, wo du klein warst? Ja, Real Madrid ist und bleibt für mich. Also das heißt, wenn du einmal bei Real spielst? Ja, es ist ein Traum, klar. Real Madrid. Mein Bruder ist Barca-Fan. Ich Real, das wird sich, glaube ich, nicht ändern.
Ja, krass. Ja, wer war so in der Jugend so der Spieler für dich, wo du gesagt hast, ey, geil, so will ich auch mal werden oder so will ich auch mal sein? Hat man ja genug. Da hatte ich echt einige gehabt. Ronaldinho, Zidane, Hazard habe ich auch sehr gemocht, weil ich auch eine Zeit lang außen gespielt habe in seiner Prime bei Chelsea. Habe ich auch sehr gemocht. Aber die Zeit mit Zidane, Ronaldo, Fenomeno, das waren schon Spieler, die schon echt schöne Dinge gemacht haben. Ne? Die siehst du heutzutage vielleicht nicht mehr so, aber die haben einen schon echt verzaubert, muss ich schon sagen. Aber es ist krass, dass du auch Hazard sagst, weil der eigentlich vom Typ her komplett das Gegenteil von dir ist. Ja. So, weil man hört ja auch so viele Anekdoten bei Lille damals noch, wo der besoffen zum Spiel gekommen ist und einen Hattrick gemacht hat. So. Ja. Das sind ja auch so krasse Sachen. Aber solange er auf dem Platz funktioniert, ist mir das total wurscht. Und bei Chelsea fand ich den echt überragend. Ja, ich glaube, da gibt es wenige Spieler, die in der Premier League besser performt haben als er. Ja, muss man dazu auch sagen. Ja. Und wer wäre für dich von diesen Prime-Spielern so der Spieler, wo du sagen würdest, mit dem würde ich am liebsten spielen? Vielleicht nicht nur wegen den fußballerischen Sachen, sondern vielleicht, weil du den auch charakterlich so einschätzt, dass er dir in der Karriere vielleicht auch nochmal so Tipps geben hätte können, die du jetzt vielleicht auch gebrauchen könntest. Mhm. Boah, schwere Frage. Ronaldo musst du sagen, meines Erachtens. Musst du sagen. Phänomene oder dann? CR7. Ja. Musst du sagen, finde ich, weil er einfach ein Vorzeigeathlet ist. Ne? Aber was ich so ein bisschen vermisse, ist so ein Ronaldinho, finde ich. Der auch mal aus dem Nix so ein Gotcha macht oder was Unberechenbares macht, wo dann alle wow sagen, das fehlt so ein bisschen. Ronaldinho würde ich auf jeden Fall nehmen, Zidane. Phänomeno, so in die Richtung, ja, definitiv. Das sind echt schon geile Spieler gewesen. Ja, geil. Abschlussfrage? Ja, ich würde noch eine Abschlussfrage nehmen. Ja. Und unsere Abschlussfrage ist immer dieselbe. Und zwar ist es ja so, dass wir viele Leute haben, die uns zugucken, die jetzt gerade vielleicht in Situationen sind, wo die so weit von dir entfernt sind, aber die jetzt dadurch, dass sie den Podcast jetzt geguckt haben, dich auch ein bisschen kennengelernt haben. Was wären so deine Wörter oder deine Worte an einen Jungen, der jetzt gerade mal 13, 14 Jahre alt ist oder ein Mädchen jetzt, was so alt ist und die den Traum hat, wirklich mal irgendwann Fußballprofi zu werden? Das Wichtigste ist wirklich der Spaß erstmal, das sage ich immer. Wenn du keinen Spaß bei der Sache hast, dann machst du definitiv was falsch, meines Erachtens. Und das Wichtige ist, dran zu bleiben. Auch wenn es mal schlecht läuft, du vielleicht nicht das erreichst, was du gerade verdient hast, dran zu bleiben, immer Gas zu geben. Und am Ende wird man auch immer belohnt. Ob du jetzt am Ende Fußballprofi bist oder am Ende Ingenieur bist, du hast definitiv was erreicht, worauf du stolz sein kannst. Ja. Geile Worte. War auf jeden Fall ein sehr, sehr nice Gespräch, muss ich auf jeden Fall sagen. Wir haben viel gelernt. Top. Sehr interessant. Viele Einblicke bekommen von dir. Und ich würde mal sagen, dass wir jetzt hier zum Ende kommen von unserer 22. Folge, oder? Ja. 22. Folge mit Riedle Baku. Du kannst ja auch noch mal gerne was dazu sagen, wie du es gefunden hast. Ja, sehr interessant. Du kannst auf jeden Fall auch sehr, sehr gut sprechen. Das höre ich immer. Also Schule wäre auf jeden Fall auch, also warst du auf jeden Fall auch da oft. Den Satz höre ich so oft. Aber okay, dann kommen wir zum Ende. Ich würde sagen, vergesst nicht zu abonnieren den Kanal für noch mehrere Videos. Vergesst nicht zu kommentieren mit eurem Feedback, was ihr habt, an uns oder auch an Rieke selber. Ja. Und vergesst nicht zu liken. Ja. Und wir sagen immer, mit wem die es teilen sollen. Du kannst am Anfang, mit wem die es auf jeden Fall teilen sollen. Teilen? Ja, mit wem die das Video teilen sollen, wenn die es sehen. Das schauen sich viele an, ne? Ja. Das ist eine sehr gute Frage. Mein Bruder soll das auf jeden Fall sehen, aus Warschau. Ja. Dann teilt das mit Riedles Bruder. Makana Baku. Und teilt es auf jeden Fall mit euren Haustieren, mit euren Tanten, mit euren Müttern, mit euren Geschwistern und mit allen Leuten, die ihr liebt und die ihr sehen wollt, dass sie in den nächsten 4-5 Jahren erfolgreich sind. In dem Sinne, say less. Say less. Ja, top.